Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier bei den Kindern des Atoms und haben quasi das Aufnahmeritual geschafft und dürfen jetzt... Ich glaube, der Beichtvater beendet gleich seine Predigt. Du solltest reingehen. Ja, und wir dürfen da jetzt in der Nukleus reingehen und können uns jetzt umschauen, ob wir irgendwo die Erinnerungen von Dima auftreiben können. Ja. Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und das wissen sie. Wenn wir weiter von Farhane müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, versetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atoms Schleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein. Neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen! Sei Atom! Ich glaube, die sind jetzt fertig. Bitte, was ist denn das? Das schaut wieder schlimmer aus, als es wahrscheinlich ist. So, das nehmen wir alles mit. Boah, da schaut's wieder aus, ne? Irgendwie schaut's ja voll cool aus. Ehrlich, irgendwie schaut's voll cool aus. Ah, da bist du. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was für eine Aufgabe? Es geht um Ketzerei. Die Angelegenheit muss erledigt werden. Bereit zu dienen? Ich bin bereit zu dienen, Großfanatiker. Es gibt da eine Frau, eine von uns. Zumindest war sie das mal. Gwyneth. Aber sie hat sich etwas Dunklem verschrieben. Der Beichtvater hat Fanatiker Thiel beauftragt, sie zu finden, aber sie ist ihm entwischt. Jetzt hat Gwyneth damit begonnen, unsere heiligen Stätten zu entweihen und Atoms Wort zu verspotten. Der hohe Beichtvater will, dass sie gefunden und exekutiert wird. Mhm. Warum ich? So soll ich das machen? Deine Fanatiker kennen das Gebiet besser als ich. Sieh es als Prüfung an, um deine Hingabe an die Familie zu testen. Na klar. Ich werde sie finden. Ich finde sie, Großfanatiker. Gut. Sprich mit Fanatiker Thiel. Sie sollte dir den Weg zu Gwyneth zeigen können. Bring der Ketzerin Atoms Urteil. Geh jetzt. Ich hätte vielleicht noch vorher mit Sprechen und so probieren sollen. Wer bist du? Kind des Atoms, ja. Die haben einen sowas von an der Klatschen, das ist ja Wahnsinn. Aber trotz allem muss man schon sagen, es schaut hier schon cool aus mit den ganzen Kerzen und etc. Muss ich schon sagen. Ach, ja, putz halt. Unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Willkommen. Danke. Kind des Atoms wieder. Ja, okay. Und wo geht's jetzt hier weiter? Boah. Da geht's tief runter. Ach so, da hätte ich runter können. Okay. Das ist echt voll irgendwie komisch. Fanatiker Ware scheint sich sehr für Bruder Devins Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen will? Aha. Ja.
Ich habe gerade keine Ahnung, wo wer ist. Wartet mal kurz. So. Was Atom verlangt. Ketzer, das wäre halt jetzt... Wo könnte das sein? Hier anscheinend nirgendwo, hä? Vielleicht soll ich mal diesen komischen Kerl da aufsuchen. Alter Schwede. Wer bist du? Warte, du hast doch die Mutter gesehen. Gutes Omen. Suchst du Waffen? Munition? Hab ne Menge Gamma-Patronen. Schwer bewaffnet? Die Leute hier sind für eine religiöse Gemeinschaft schwer bewaffnet. Diese Insel ist gefährlich. Voller Ketzer, Fallensteller, Nebelbestien. Atom mag uns dieses Königreich vermacht haben, doch nur damit wir es beschützen. Darf ich dir etwas zeigen? Was hast du anzubieten? Zeig mal, was du so hast. Atoms Arsenal. Alles griffbereit für dich. Munition vielleicht? Gamma-Patron. So was haben wir noch nicht, oder? Boah, das sind aber teuer. Harpunen hätte er auch. Lass mal das. Lass mal das mal. Na, jetzt fällt sie runter. Es war klar, dass sie runterfällt. Ich bin nämlich irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung, wie ich das wieder hinbekommen habe. Heureka. Hi. Der Priesen sei Atomschwester. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Sabbernder Trottel? Sarkastisch. Mutter des Nebels, nichts. Sabbernder Trottel? Bekommt einigen Leuten das Wasser aus der Quelle nicht? Nur wenige überstehen das Ritual unbeschadet. Ist auch irgendwie der Sinn dahinter. Eine Vision von Atom ist eine große Ehre und nichts für Unwürdige. Also, sag mir, was hast du gesehen? Ja, die Mutter des Nebels. Eine Frau hat mich zu einem kleinen Schrein geführt. Der Großfanatiker meinte, sie wäre die Mutter des Nebels. Du hast die Mutter gesehen? Die Mutter des... Wie hast... Es steht uns wohl nicht zu, die Wege Atoms in Frage zu stellen. Wenn ich oder die anderen Fanatiker dir irgendwie dienen können, musst du es nur sagen. Aha. Fanatiker, Schwester Gwinnett, eigene Visionen, erstmal nicht Fanatiker. Also ein Fanatiker. Was ist das genau? Wir sind die Beschützer des Glaubens an Atom und die Wächter des Nukleus. Die meisten waren Söldner oder Fallensteller, bevor sie zu Atom fanden. Aber Richter war wohl ein hochrangiger Soldat, wenn die Gerüchte stimmen. Eigene Visionen? Hat Atom dir jemals Visionen gewährt? Sowas in der Art. Meine Eltern waren Siedler und wollten uns ein Leben im Nebel ermöglichen. Wir sind da rausgezogen, als ich noch klein war. Ein paar Jahre hielten wir durch. Atoms Schleier hatte damals noch nicht die ganze Insel erfasst. Aber dann kam der Sturm. Ein Strahlensturm, wie ihn die Insel noch nicht gesehen hatte. Unsere kleine Siedlung hatte keine Chance. Ich habe als Einzige überlebt. Dank des Segens. Atoms Segen. Ich lief tagelang umher, ernährte mich von dem, was ich fand, und trank aus salzigen Pfützen. Bis ich zur Quelle kam. Die Quelle. Meine Vision schien Tage zu dauern. Ich war wieder im Sturm, aber ich hatte keine Angst. Ich hatte alles im Griff. Als ich zu mir kam, lag ich in Richters Armen. Er trug mich hierher und erzog mich, Atom zu dienen. Mhm. Schwester Gwyneth. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie.
Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden. Aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Wieso hat sich Gwyneth abgewandt? Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Als Tektis sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth. Dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Mhm. Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Ich finde Gwyneth absichtlich versagt. Boah, wie gemein. Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Mhm. Na gut, ich finde sie. Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Danke. Das Wer bist du? Ist der Hammer, oder? Eine Maschine, die Atoms Leuchten verbreitet. Ja. Hätten wir das schon mal? Wurms. Wer bist du? Von da sind wir hergekommen, ne? Ein Zeichen. Jupp. Glaube an Atom. Da geht's noch tiefer runter. Na super. Ich möchte nur wissen, wo dieser. Ja, wo dieser eine komische da ist, ne? Alter. Alter. Voll die Sektenspinner, ne? Bevor ich gespalten werde. Wer redet denn hier bitte? Der da? Der da. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich versuche es nochmal mit oben drum. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Welche Geheimnisse? Lügen. Beichtvater schickt mich. Atom wird mich beschützen. Komm selber klar. Geheimnisse? Was? Welche Geheimnisse? Das wissen wir nicht. Der hohe Beichtvater glaubt, der Schlüssel zur Auslöschung von Far Harbor ist dort verborgen. Du verstehst also, warum die Kinder ihn unbedingt haben wollen. Aber einer der letzten Aspiranten hat wohl das alte Sicherheitssystem aktiviert. Nur die Tapferen, Gesegneten und Verrückten betreten es noch. Na dann, Atom wird mich beschützen. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Ja. Dann würde ich sagen, es ist wieder speicherungswürdig. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Da ist sicher die Erinnerung von Dima versteckt irgendwo. Das wird schon stimmen. Das passt zu seiner Beschreibung. Na, großartig. Großartig. Das fängt schon super an. Das fängt schon sehr super an. Da haben wir eine Tür. Würde ich sagen, wir gehen da mal rein.
schauen mal, wo sie uns hinführt. Ja. Die Waffenbank. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Da ist auch nichts Gescheites. Ziegel. Ja, haufenweise Ziegel. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hingehen. Fällt zum Glück nicht auf. So. Da sind wir schon fertig, oder was? Das war's hier schon. Da ist nix. Absolut nichts. Kann man gar nicht mehr lesen. Na dann, müssen wir wieder rauf. Hier dürfte er gearbeitet haben die ganze Zeit über. Hä, wir müssen wieder raus? Haben wir schon das gefunden, was wir gesucht haben? Haben wir noch nicht. Das tue ich mal weg. Das tue ich mal weg. Mhm. Oder so. Bitte was? Edda war schuld. Edda hat es falsch gemacht. Wow. Ah, da gibt es noch mehr. Wo ist da was? So, warum nicht? Machen wir alles kaputt? Ja, irgendwer redet da gerade. Jetzt wollte ich das so sauber spielen, dann nix. Hä? Wo kommt der jetzt her? Okay. Ist machbar. Hoppala. Das kriegen wir schon hin. Muss nur schauen, ob es irgendwo Fallen gibt am Boden. Na toll. Danke. Irgendwas? Alter! Das hoffe ich jetzt gerade auch. Okay, die hauen echt wild rein. Um nicht gerade zu sagen böse. Na, würdest du? Was? Ich spinne gerade voll rum. Haben wir da irgendwas Besonderes? Nicht wirklich. Da ist noch was. So, Eimerlein. Da ist nichts mehr drin. Nee, nee. Hier haben wir was.
Achtung, 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 auf Befehl von Captain Wabash. Eindämmungsleck in U-Boot entdeckt. Allgemeines Evakuierungsprotokoll in Kraft. Das gesamte Personal hat sich in den ausgewiesenen Evakuierungszonen zu melden. Achtung, Achtung, Achtung. Das erklärt so einiges. Ein U-Boot ist das. Okay. Okay. So, bitte, Edda, den Rest darfst du machen. Danke. Das ist sehr gut, weil ich brauche dich nämlich. Was? Sehr gut. Ah, da liegt er. Es ist gleich mal draufgefahren, damit er auch liegen bleibt. Ich habe gerade keine Ahnung, ob es hier richtig ist. Ha. Oder ob man zuerst da drüben schauen sollten. Was ist das? Ah, okay, dasselbe. Ist dasselbe noch einmal. Eine Kantine. Nein, nein, das ist schon hier zuerst richtig. Das Radio hätte noch Strom? Krass. Bam. 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 Gibt es hier noch irgendwas? Ein paar Töpfe. Und das war's dann auch schon. Hier vielleicht noch irgendwas? Tatsächlich. Sonst ist da nichts, okay. Okay. Dann würde ich sagen, hier geht's weiter. Da, ein paar Superkleber. Kann man immer brauchen. Ist wieder was? Hier, Rattengift. Aha. Halt! Hallo, hallo! Wup, 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 wup! Level up erreicht! Supi! Lass schnell nach, bitte! Boom! Wup, wup, wup. Nochmal Level up erreicht, falls ich das nicht ordentlich gesagt habe. Ja. Yeah. Sehr gut. Alles überladen. Edda? Bitte schleppen helfen. Ich würde sagen, du kriegst einen ganzen Schrott. So, das ist dann am einfachsten. So. Jahre später. Boah, da haben wir echt schon viel Klumpert gesammelt. Jetzt ab. Passt. So, ist hier noch jemand, der uns verhauen möchte? Ah, da geht's wieder raus. Okay. Was? Oh, Alter, Alter.
Boom und weg. Ja, Sicherheitstürsteuerung. Bitte Tür öffnen. Danke. Hallo. Eichhörnchen, okay. Was haben wir da? Nur eine Tür, die uns wohin führt. Hm? Haben wir ein Terminal? Das können wir entsperren. Aha. Nein. Bin drin. Jawohl. Aktuelle Nachricht. Boah, da ist viel wieder, ne? Aktuelle Nachrichten. VR-System. Also Petr. Betreff wahrscheinlich, ne? VR-System. An Wabash. Arnold. Captain. Von Grant Edward. Das habe ich keine Ahnung, was das militärisch heißen soll. Betreff VR-System. Ich würde mir da keine großen Sorgen machen, Arnold. Virtual Virtual wie spricht man das aus? strategischen auf jeden Fall, ne? Virtual Strategic, wahrscheinlich so was, System ist ein geprüfter Auftragnehmer, der schon ein nettes kleines Ding für die Jungs in TC zusammengebaut hat. Ihren Aussagen nach sollte ihr VR-System genug Speicherplatz für die gesamte Kongressbibliothek besitzen, falls nötig. Allerdings nicht wesentlich mehr können, bevor die Technikerin die Simulationssoftware aufgespielt hat. Ihre Zeugnisse sollten sie in den nächsten Tagen auf dem Tisch liegen haben. Angeblich hat der Führungsstab auch noch neue Pläne für die Temo Crazy. Klingt, als würde der U-Boot-Führer als erwartet in den Einsatz geschickt werden. Sollten sich noch Fragen zu den offiziellen Befehlen ergeben, kontaktieren Sie mich, verdammt nochmal. Graf. Jawohl. Graf wahrscheinlich. Betreff. Einwände zur Kenntnis genommen. Wieder dieselben an und von. Ihre Einwände gegen Ihre Befehle wurden zur Kenntnis genommen, Captain. Aber ich garantiere Ihnen, dass die Routen mindestens genauso heftig zuschlagen, wenn wir Ihnen die Gelegenheit dazu geben. Der Abschluss der Reparaturen an der hat nun oberste Priorität. Wenn das bedeutet, dass Ihre Leute rund um die Uhr dran arbeiten, dann soll es so sein. Aber wenn die Democraki nicht innerhalb des festgelegten Zeitfensters auf dem Weg zum südchinesischen Meer ist, können Sie das dem Führungsstab erklären. Grath. Dann der nächste. Eindämmerungsleck. Ein Eindämmerungsleck auf der Democraki. Crazy. Ich sag's mal so. Democraci. Hört sich besser an für dich. Das passt ja, Arnold. Tja, jetzt haben sie, was sie wollten. Ihre Mannschaft wurde zurückgerufen und ein Spezialteam wurde losgeschickt, um alles zu reinigen. Es wird Wochen dauern, bis man das U-Boot wieder betreten, geschweige denn entsenden kann. Ich hoffe für Sie, dass dieses Leck ein Unfall war, Arnold. Falls nicht, werde ich den Papierkram fürs Kriegsgericht persönlich erledigen. Freundlich. Grath. Jawohl. Nachricht gelöscht. Ja. Gelöscht, aha. Mhm. Betreff, wo sind Sie? Wieder dieselben. Wir konnten heute endlich die Kommunikation mit Mount Tessert wiederherstellen. Und jetzt erzählen mir Ihr leitender Offizier, dass Sie seit einer Woche nicht da waren. Hinzu kommt noch, dass angeblich der Startschlüssel des U-Boots verschwunden ist. Ich hätte Sie einbuchten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Die Ostküste ist verloren und wenn die Democracy
dort draußen wäre, hätten wir vielleicht New York retten können. Oder Washington oder Boston. Das geht auf Ihre Kappe, Arnold. Diese Tote haben Sie zu verschulden. Und falls Sie diesen Schlamassel durch irgendeinen seltsamen Zufall überlebt haben sollten, werde ich persönlich dafür sorgen, dass es nicht von Dauer ist. Freundlich. Huch. Hey Arnold. So. Ah, das kann man einfach so öffnen. Das ist auch, ja. Supi. Okay, war das jetzt so schlau? Überraschender Kontakt. Greif mal an. Oh! Etta! Etta! Nein! Ich hätte mich heilen sollen. Ich habe nicht gedacht, dass ich schon so schwer verletzt bin. Das passt prima. Super. Bravo. Wo bin ich jetzt? Ah, eh noch hier. So ein Glück muss ich haben. Dann schauen wir zuerst hier. Ja, natürlich, weil der Strom fehlt. Das war schon wichtig, was ich gemacht habe. Na toll. Ich bin mal weg. Sind da mehr oder ist da nur einer? Etta! Wow! Da ging er fesch in Flammen auf. Ich sollte mal was essen. Habe ich noch was zu essen dabei? Nicht wirklich, ne? Dabei schon, aber nicht. Ausgerüstet. Das werden wir jetzt ändern. Ich futter das mal weg. Ach, das wollte ich auch nutzen. Ist voll vergessen drauf. Jetzt zahlt es nicht mehr aus. Ich glaube, das reicht. Ein Haufen Asche. Stärkend, Synth-Rüstung Harnisch. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis zu plus 35. Schön. Danke. War hier vielleicht... Aha, von da ist er gekommen. Ja, in den Wandschrank fast. Also so ist er wie in den Wandschrank gestellt, ne? Schön. So, dann schauen wir mal. Was ist denn das? Okay. In der Power-Rüstung kann man das nicht machen. Dann steigen wir halt aus. So. Ich bin überladen. Wundert euch nicht. So. Passwort erforderlich. Haben wir alles. Was haben wir da? Speicherdaten 0V9AXO. War das jetzt okay? Simulation. Wenn du das hörst, bist du im Inneren meiner Speicherbänke. Lass dir Zeit. Das ist sehr viel auf einmal. Okay. Alles verpixelt. D
Die Architektur, die du siehst, sind Daten. Meine Daten. Wenn ich am Stuhl angeschlossen bin, sehe ich genau das. Du nutzt eine frühere Version dieser Technologie, einen Hirnwellenscanner statt einer direkten Neuralverbindung. Sieh dich um. Okay. Kennst du die gelbe Säule da hinten? Das ist ein Langzeitspeicher. Das ist dein Ziel. Ah. Aber diese Daten kannst du nicht alleine holen. Eines der Programme auf dem Holoband ist der Indizierer. Sie werden durch die netten grünen Wesen dargestellt, die umherlaufen. Siehst du sie? Ah, hallo. Ja, hab sie gesehen, das sind sie. Eine Aufgabe. Sie holen die Daten in der gelben Säule und bringen sie zum Zugriffspunkt für die Erinnerungen. Du musst ihnen helfen, sicher dorthin und wieder zurückzugelangen. Mhm. Sobald sie alle Daten gebracht haben, werden sie vom Programm so übersetzt, dass du sie verstehst. Solltest du die Simulationen verlassen müssen, ist das nicht schlimm. Nichts wird zurückgesetzt. Du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast. Das Wichtigste ist zuerst, aber nett. Die blauen Blöcke, auf denen du stehst, sind die Codeblöcke. Einige können mehrmals verwendet werden. Versuche, einen der helleren Blöcke zu nehmen. Benutze sie, um Lücken im Weg deiner Indizierer zu füllen. Ah, ein Block reicht. Der hat gecheatet. Da fehlt ja was. Da werde ich bald runterfallen. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Mhm. Achso, dann hätte ich jetzt gebraucht. Ich würde sagen so. Na, meine kleinen Käfer, geht schon weiter. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. So, normal, ne? Ja. Cool. Gut, jetzt musst du nur noch mit den Codeblöcken einen Weg zu den Daten bahnen. Dann können deine Indizierer loslegen. Bitteschön. Auf geht's. Auf geht's schon. Lecker Happa Happa. Schau mal. Nun? Was? Das System hat dich bemerkt. Jetzt wird es etwas haariger. Aha. Du wirst Verteidigungskonstrukte gegen die Sicherheitsmaßnahmen des Systems einsetzen müssen. Okay. Die Wächter des Systems werden alles tun, um zu verhindern, dass deine Indizierer mit den Daten zum Zugriffspunkt zurückkehren. Mhm. Thank you.
Okay. Gedächtniswiederherstellung jetzt bei 60%. Boah. Den stelle ich noch woanders hin. Den stelle ich noch hier hin. So, da. Eindringender Indizierer eliminiert. Starte Vernichtung des Eindringlings. Klappt ganz gut, hä? Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Ich muss den Part beenden. Ich speichere das hier mal. Was? Ach nö, nicht der Ernst jetzt, echt? Da muss ich warten. Dann gibt's jetzt Überlänge. Hurra! Überlänge! Wachbord leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Das klappt recht gut, würde ich sagen. Verifiziere Erinnerungsdatei. 100%. Wir sind hier fertig. Wir das heißt, ich darf hier raus? Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung. Tritt einfach in den Datenstrom, in dem die Erinnerung gespeichert war. Aha, okay. Dann wird's, dann hoffe ich, dass es dort gespeichert wird. Er hat es mir so gesagt, es wird gespeichert, ne? Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Die Dinge in Fahaba stehen nicht gut. Mehrere meiner Leute wurden angegriffen, bespuckt und ohne Grund verhört. Alles läuft aus dem Ruder, aber wir können uns zu vertrauen. Wir müssen nur einen von ihnen auf unserer Seite ziehen. Niemand darf erfahren, was ich vorhabe. Ich werde die Ausrüstung weit weg von Arcadia unterbringen. Der Ort dient auch dafür, Beweise verschwinden zu lassen. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Behelfsmäßige medizinische Einrichtung unter der Wimpop-Fabrik. Koordinaten heruntergeladen. Okay. Na gut, ich muss jetzt leider aufhören. Das geht hier noch ein ganz schönes Stück weiter. Das heißt, ich werde das jetzt einfach mal verlassen. Und werde hier draußen speichern tun. Das müsste funktionieren eigentlich. Und dann können wir jederzeit wieder rein, glaube ich. Hat er zumindest so gesagt. Warte, Ladebildschirm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part und im nächsten gehen wir hier einfach, machen wir hier einfach weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!